Sie, Papa Schlumpf, ist sie so richtig? Soweit ich mich erinnern kann, Andy, sieht sie genau richtig aus. Wenn ich die Kurbel hier anbringe und den Schornstein am anderen Ende aufsetze, läuft die Maschine rückwärts. Hast du alle Zutaten gekriegt? Sogar die 6 Tropfen Stinktiersaft. Das Problem ist jetzt nur, wie befreien wir unsere Goldstücke aus Gargamels Klauen? Möchtest du mir dabei helfen, Schlumpfine? Ja, Papa Schlumpf, ja, gern. Ja, ich kaufe mir neue Schuhe. Blaue. Nein, was red ich denn da? Doch keine blauen Schuhe. Lila neue Schuhe. Mit silbernen Schnallen und einem langen roten Umhang und einem Hut mit weißer Feder. Und heute Abend esse ich einen Riesenspießbraten und als Nachtisch Honigkuchen. Ist es nicht schön, so viel Geld zu haben und reich zu sein? Reich, hoch. Wer seid ihr denn? Ich bin Whitlow. Ich bin Roe. Oh, wie geht's denn? Leben noch frisch? Ich bin Gargamel. Böse Zungen behaupten, du seist reich. Also rücke für 2 hungrige Wegelagerer ein paar Talerchen raus, Alterchen. Was seid ihr, Wegelagerer? Du meinst, ihr seid Räuber? Das Geld, von dem du vorhin gesprochen hast. Los, rück's raus. Rausrücken? Ja, das Geld. In dem Sack da, Mann. Was hast du gesagt? Ich? Oh, gar nichts habe ich gesagt. Halt die Klappe! Solche Münzen habe ich noch nie gesehen, aber was soll's? Gold ist Gold, sag ich immer, ganz egal, wessen Konterfei drauf ist. Sagtest du was? Nein, aber ich... Geh nach Haus! Na los! Lass uns in die Stadt gehen, Whitlow. Ja. Damit wir was in den Bauch kriegen, Junge. Ich folge ihm. Lauf du zu Papa Schlumpf und erzähl ihm, was passiert ist. Wie sollen wir dich denn wiederfinden? Ich weiß nicht. Die Stadt ist groß. Ich werde euch ein Zeichen geben irgendwie. Mein Geld zu stehlen, dem werde ich zeigen. Ich gehe zu König Gerhard. Ich sag das Onkel Balthasar und dem Sheriff. Ja, dem Sheriff. Guck mal, Papa Schlumpf, da ist Beauty. Und die Räuber haben Großvater Schlaubi und Sassett mitgenommen. Herr Wirt, mehr Würstchen. Und noch einen Rum. Der hat vielleicht dumm aus der Wäsche geguckt, der Kerl. Ja, der hat richtig Angst vor uns gehabt. Mann, bin ich voll. Und müde. Hey, Herr Wirt, wie viel? 24 Würste, 12 Brote, 48 Biere. Nach meinen Berechnungen, meine Herren, macht das genau 10 Groschen. Nimm das, guter Mann. Der Rest ist für Sie. Hey, das Geld, mit dem du hier um dich wirst, gehört zur Hälfte mir. Tja, das ist ja gar nicht unser König Gerhard. Habt ihr etwas dagegen, wenn ich den guten alten Bistest mache? Ganz und gar nicht, guter Mann. Pfui! Den Zahn lasst ihr lieber ziehen. Meine Zähne sind in Ordnung und das Gold auch. Vielen Dank, meine Herren. Heute Abend schleichen wir runter und holen uns das Gold wieder. Vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Beauty, du gehst zu König Gerard und bittest ihn um Hilfe. Schlumpfine und ich gehen in die Stadt und versuchen dort die Räuber zu finden, die Gargamel bestohlen haben. Die anderen Schlümpfe helfen Handy beim Bau der Maschine, damit sie so schnell wie möglich fertig wird. Ja, Papa Schlumpf! Viel Glück und leb wohl! Auf Wiedersehen! Bitte, Schlumpfinchen, hör auf zu weinen. Ach, Sassett, warum war ich nur so egoistisch? Das verstehe ich dir nie. Ich versuche es wenigstens. Mein Spaß war. Schau, wie. Mein Spaß ist. Ich bin's, Hefty. Hefty, hol mich sofort hier raus. Ich kann mich nicht bewegen und nachdenken, kann ich auch nicht richtig. Ah! 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 Ah!
doch, Sheriff. Die beiden haben mich bedroht und mir mein sauer verdientes Geld gestohlen. Sie müssen sie verhaften. Bete, dass wir nicht zu spät kommen. Guck mal, Papa Schlumpf, da unten. Was? Rogue ist mit dem Geld abgehauen. Mein Geld! Mein Geld! Diebe! Das ist der Sheriff. Der hat mir mein Geld gestohlen. Sind das die Diebe Riddler und Rogue? Ja, das sind sie, Euer Majestät. Hilfe! Wer drin sind wir? Verhaftet die Übeltäter. Mein Gold, wo ist mein Gold? Das ist mein Gold, du Wirrkopf. Ich hab's mit meinen eigenen Händen gemacht. Hab ich richtig gehört? Dann wird Gargamel mangels seiner Münzlizenz auch verhaftet. Komm, wir hauen ab. Wir müssen Gargamels Abwesenheit nutzen und das Rezept für Schlumpfbeerenblütenextrakt ändern. So etwas darf nie wieder passieren. Es ist einfacher, die Seite herauszureißen. Aber das macht keinen Spaß. So, das wird er nie mehr entziffern können. Meine kleinen Schlümpfe. Was ist jetzt mit dem Schlumpfbeerenblütenfest? Gute Frage. Wie wär's, wenn wir heute ein neues Fest aus der Taufe heben? Unser erstes Butterblumenblütenfest. Würdest du gerne auf dem Festwagen mitfahren? Hast du gesagt, ich? Aber natürlich möchte ich das. Möchtest du vielleicht auch Königin sein? Ich? Wow, Schlumpfine, ich hab euch ganz doll lieb. Ich dich auch, kleine Fazette. Du bist ja der reinste Goldschlumpfine.